Dann machen wir es einfach knallhart, oder? Da wir kennen wir machen gar es nichts knallhart. und hauen dich jetzt hier rein. Schreibt doch mal kurz in die Kommentare, vielleicht unten, dann kriegen wir mit, ob ihr uns hört, ob Ton da ist. Das wäre ganz nett, aber ansonsten sage ich schon mal herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Race Room Grid Talks. Thomas, heute alles unter dem Licht, dass wir mal ein bisschen Licht, Achtung, ins Dunkel bringen wollen, was die Strukturen aktuell im Sim Racing angeht. Ist das momentan der richtige Weg? Gibt es vielleicht einfach zu viele Plattformen, das Regelwerk? Es gibt ja Lösungsansätze, aber Thomas, das Thema ist schon in der Tat, dass wir mal drauf gucken wollen, wie gut ist das Simracing denn schon aufgestellt? Und ich habe gerade mal den Livestream aufgemacht, man hört mich angeblich. Ja, und das bedeutet, man hört euch auch alle. Ich habe euch jetzt direkt mal mit ins Bild reingenommen. Wir haben wieder Moritz Löhner mit dabei. Als Simracing-Experte. Wir haben zusätzlich Danny. Danny, Juicer? Du musst es am besten selber sagen. Es ist so schwer, dein Name. Ich hab's jetzt raus. Juicer, aber in Wirklichkeit ist Juicer, richtig? Ganz genau. Geil. Er ist auch Simracing-Experte, vor allen Dingen Teamchef von HRT eSports. Wir haben dabei Tobias Benz als Dozent der eSports Academy in, wie sagt man, eSports Academy München? Wie nennt ihr euch? Letzten Endes ist es ein Bachelorstudiengang an der Hochschule für Angewandtes Management und das Institut für eSports ist eine kleine Butze, die ich leite mit ein paar Studierenden und ein paar Kollegen. Alles klar. Dann haben wir noch dabei Lance David Arnold, Fahrer, Instruktor und Moderator. Ja, unter der Woche. Unter der Woche. Und am Wochenende Simracer, wollte genau. Ich sagen. Ne? Ja, ja. Die falschen Leute hier, dann fange ich gar nicht an. Ich sage, ich fahre gut Simracing. Ne? Wir haben dabei, dass Michael Bräutiger mit dabei ist, genau, Motorsportjournalist für die MSA, der auch Simracer selbst ist und so ein bisschen die Verbindung uns gut herstellen kann zwischen realem und eben virtuellem Rennsport. Guten Abend, Michael. Guten Abend zusammen. Also, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, wir wollen mal darüber sprechen, wie sehen Sie aus, die Strukturen momentan im Simracing? Ist das alles vielleicht ein Ticken zu chaotisch? Ist das vielleicht alles zu unübersichtlich auch, um wirklich den Sprung rauszuschaffen aus der Nische auf die große Bühne? Wir haben da was vorbereitet, einen kurzen Film, haben mal einen kleinen Überblick versucht zu schaffen, wie viele unterschiedliche Plattformen es wirklich gibt. Vier Plattformen haben wir gesehen. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Gezeigt haben wir Assetto Corsa Competizione, iRacing, R-Factor 2 und Raceroom. Unter den Simulanten der Zuschauer auch wahrscheinlich die am meist diskutiertesten Plattformen. Vielleicht anfangend mit Moritz Löhner. Moritz, du musst dich letzten Endes für jede Competition entscheiden, wo will ich eigentlich fahren? Ist das schon so, wo du selber sagst, ist eigentlich zu viel Entscheidung, ich muss mich immer umgewöhnen, oder sagst du, mir ist das eigentlich egal als Fahrer? So war es vor einem Jahr ungefähr. Da konnte man noch irgendwie sagen, jetzt fahre ich das und die Woche später springe ich auf die andere Plattform, weil da auch eine Meisterschaft ist. Mittlerweile ist aber überall die Competition in den E-Sports-Meisterschaften so groß geworden, dass man das eben nicht mehr wirklich machen kann, ohne Pace auf der einen Plattform zu verlieren. Deswegen ist es momentan so, dass ich mich nur noch auf eine konzentriere. Also ich selber gerne würde immer noch gern einfach Woche für Woche zwischen den Sims springen, wenn es eine gute Meisterschaft gibt.
Da gibt es einen schönen Einwand aus dem Chat. Manuel Wendel schreibt, es gibt nicht zu viele, da wir so wenigstens einen belebten Markt haben. Jede Plattform-Sim hat seine eigenen Vorteile. Die Frage, die sich aber daraus trotzdem ergibt, ist ja, ist es nicht dadurch für den Zuschauer teilweise zu kompliziert, dem Ganzen zu folgen? Wie geht ihr damit um, Dani, bei der ganzen Geschichte? Wie versucht ihr das zu kompensieren? Habt ihr Fachleute für die einzelnen Simulationen oder was ist so da eure Idee? Ja, erstmal guten Abend. Unsere Idee ist halt einfach die, dass wir die Manpower, die wir haben, wir sind ja jetzt gerade noch ein relativ kleines Team, ändert sich im März, auf die Sims sozusagen fokussieren, die sozusagen für uns als Haupt-Racing-Team natürlich den meisten Nutzen haben. Also kurz gesprochen einfach dort, wo unser echtes Auto an den Start geht, gehen wir halt virtuell an den Start. Und glücklicherweise sind die Sims auch eigentlich die unter den vier, die wir gerade gesehen haben in dem Trailer. Und wenn man, sage ich mal, erfolgreich sein möchte auf weiter Flur, braucht man halt ein viel, viel größeres Fahrerkader, gleich im Sinne von 12 bis 20 Fahrern, damit man überhaupt alle Sims abdecken kann. Und wahrscheinlich 5 Teammanager, weil den Kopf überall zu haben, ist dann doch relativ schwer. Aber macht's das dadurch nicht komplizierter? Ja, natürlich. Also es ist halt wirklich so, wie Moritz schon gesagt hat, meine Fahrer sind teilweise auch so, dass sie Lust haben, dies und das zu fahren. Dann schreiben sie mir, hey Danny, guck mal, nächste Woche ist das Rennen. Dann sage ich, nein, ihr müsst trainieren für das Rennen in 2 Wochen. Es gibt keine Ablenkung. Und natürlich ist das halt dann sozusagen die Blanks, wo man zwischen Leidenschaft und Personalität hin und her wechselt. Und natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil ich sage mal so, nur weil man eine Sim fährt, heißt es ja nicht, dass es die Präferierte ist. Am Ende geht es halt um Reichweite, auch um Preisgeld selbstverständlich. Und da muss man halt abwägen, wo man teilnimmt. Lance, jetzt ist es ja durchaus so, dass es ja auch im Motorsport, wenn man mal in den realen Motorsport reingeht, ganz unterschiedliche Plattformen ja genauso gibt. Also du hast ein GT-Reglement, du hast DTM, du hast irgendwie Formel 1. Also du hast ja auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Motorsport zu betreiben. Langstrecke, Kurzstrecke, whatever. Ist es aber aus deinem Blickwinkel vergleichbar dann eben mit dem Problem, nenne ich es mal, was man im Simracing hat? Ja, im Prinzip ist es das gleiche Problem. Und das ist ja die Schande daran eigentlich. Wir haben ja, in echt kriegen die Hersteller bzw. die Serien, die Top-Serien in Deutschland es nicht hin, irgendwie an einem Wochenende zu fungieren. Was schade ist, weil man nimmt sich Zuschauer weg, man hat teilweise Überschneidungen, man macht den Fahrer schwer. Und somit kommt da so ein gewisses Problem rein, auch für die Teams, die ja jetzt letztendlich die Autos zu 2 Rennstrecken vielleicht zeitgleich bringen müssen. Und ich finde, das ist eine Sache, daraus könnte man online lernen, indem man das natürlich da ein bisschen mehr kombiniert und vereint. Trotzdem ist es schön, was der Moritz sagt, wenn die Competition mittlerweile so hart ist und so gut geworden ist, dass halt eben man dieses Springen nicht mehr machen kann, spricht ja einfach nur für den Zuwachs der ganzen Geschichte. Und das, finde ich, bringt so viel Pfeffer rein und so viel Feuer rein, dass man halt eben da erstmal stolz drauf sein kann, was man da geschaffen hat. Und trotzdem wird man die Spielehersteller bzw. die Simulationshersteller ja nicht an einen Tisch bekommen. Also es wird immer so bleiben. Fakt ist nur, man sollte sich dann auf die Serie konzentrieren, wo der größte Nutzen ist, die größte Fokus, die größte Coverage, was den Stream angeht und so weiter. Also ich denke, da wird sich jetzt in den nächsten Jahren auch so eine Schiene, so eine Weiche stellen, dass man einfach schaut, wer ist denn jetzt letztendlich die DTM? Wäre GT Masters und wer ist letztendlich in DMV? Thomas, das ist, also ich meine, du sitzt ja gerade auch im Hause Raceroom, ihr habt ja auch viele Lizenzen unter anderem eben, DTM, GT Masters zum Beispiel exklusiv. Das macht es aber wahrscheinlich dann auf der einen Seite mit den Serien, um überhaupt mit denen zu sprechen, um wirklich eine virtuelle Rennserie in den Start zu bringen, einfacher, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer liefern, ne? Du musst immer wieder mit der Software auch nachlegen etc. Und du hast halt ständig die Konkurrenz. Wie geht ihr damit um? Ich glaube tatsächlich, dass es eine große Chance ist, dass du so viele Plattformen hast. Eben der Konkurrenzdruck ist am Ende da. Das heißt, wir können nicht einfach darauf warten, dass nichts passiert und dass uns eine gute Idee einfällt, sondern dass es eben ja die Fahrer, die Spieler, die professionellen Motorsportteams, alle haben gewisse Anforderungen und die laufen halt irgendwo zusammen. Und das heißt also, man hat immer irgendwie einen Druck nach vorne. Es geht immer in eine gewisse Richtung, die einem so ein bisschen vorgegeben ist. Also von daher, ich sehe das eher als eine Chance, dass es so viele Plattformen gibt.
Tobias, du bist ja eigentlich jetzt nicht zu Hause im Sim Racing, sondern für dich sind eigentlich andere Spiele, andere E-Sports-Bereiche eher auf deinem Zettel. Wie siehst du denn von außen betrachtet das Thema Sim Racing und woran hapert es an erster Stelle? Was würdest du sagen? Ja, vielen Dank, Tobi. Ich bin wirklich dankbar, heute in dieser Runde zu sein, auch wenn ich ein bisschen eine andere Perspektive mitbringe. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ne, auch das Thema E-Sports, beim Danny ist es auch schön, hinten auf dem Overlay noch mit drauf. Für mich, aus meiner Perspektive, ist es vor allem, sind das drei Themen. Das sind Gaming, Sport und Entertainment. Und letzten Endes, wenn du mich fragst, okay, wo ist das Sim-Racing sozusagen stark zu verordnen, dann sehe ich das vor allem eben ganz stark in der Sportsparte. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux des Ganzen. Auf der einen Seite, E-Sports ist sehr, sehr viel Computerspiel und ich glaube auch Sim-Racing gehört zur Thematik Spielen dazu, aber letzten Endes ist es eine Simulation und das ist, sagen wir mal, was die Fantasie auch letzten Endes der Zielgruppe, der Gamer so ein bisschen angeht, schränkt es ein, weil wir dann schon sehr starr an dem Thema Motorsport-Simulation dran sind. Was das mit einem Spiel, mit einer Plattform letzten Endes macht, ist vor allem eines, die Community wird da sehr, sehr stark eingeschränkt, aber sie bewegt sich schon sehr stark in eine Richtung. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite eine Chance, weil man hier die Möglichkeit hat, auch sich noch viel, viel stärker zu professionalisieren, als man es in anderen E-Sports-Arten hat. Aber auf der anderen Seite fehlt auch so ein bisschen diese Art von Magie, von Fantasie, die wir vielleicht auch von Arcade-Racing kennen, die wir aus anderen E-Sports-Spielen her auch nehmen können. Und das ist ein Thema, wo ich sage, okay, wo können dort an welchen Ecken und Enden die Strukturen im Sim-Racing wachsen und wo gibt es einfach schlichtweg Restriktionen? Also das ist so ein Thema, wo ich mir einfach noch schwer tue als Außenstehender, der jetzt noch nicht auf vielen Wettbewerben war und so die große Einsicht bekommen hat. Also wirklich dieses Thema, nehmen wir jetzt mal Dota oder nehmen wir mal Fortnite oder egal was, das ist ja erstmal ein Spiel, ne? Also das ist, was ich zu Hause zum Ausgleich einfach mache. Und Sim Racing, wie du schon sagst, hat eine extrem hohe Professionalisierung. Also man braucht ein gutes Rig, man braucht irgendwie gewisse Hardware noch dazu. Gut, die brauchst du für die anderen Spiele auch, aber da steckt trotzdem eher im Computer selbst drin als ein Denkrad. Gaspedal, Bremspedal, whatever. Also das ist ja, das kommt ja da alles noch mit dazu. Also um quasi eine breitere Masse anzusprechen, das höre ich jetzt so raus, um quasi alle mitzunehmen und wirklich auch alle dafür zu begeistern, müsstest du eigentlich fast die Basis vergrößern und zu sagen, der Zugang müsste einfacher sein? Es könnte ein Weg sein. Also spannend ist, natürlich sprechen wir nicht natürlich von Fortnite oder von Mario Kart, was letzten Endes das aller erfolgreichste Rennspiel ist, was sozusagen auch in jedem Kinderzimmer auch letzten Endes gespielt werden kann oder auch auf verschiedenen anderen Plattformen. Ich glaube, es verurteilt mich nicht, wenn ich sage, Simracing hat doch dann schon so ein bisschen elitärere Strukturen. Damit meine ich auch gewissermaßen Einstiegshürden. Das sind dann auch diese Themen finanzielle, weil letzten Endes auf dem Smartphone das vielleicht viele zur Verfügung haben, anstatt wirklich einen Simulator zu Hause. Da geht die Schere sozusagen stark auseinander. Wie schon gesagt, das hat, glaube ich, beides extrem spannende Potenziale. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet auch Struktur? Wo möchte man sozusagen in der Struktur wachsen? Ob es jetzt die Community ist, die man vergrößern möchte oder gewissermaßen auch ganz einfach diejenigen, die vielleicht auch motorsportnahe sind. Und da denke ich vor allem Richtung meine Eltern, meine Großeltern, die sehr, sehr, ja, sich am Sonntag versammelt haben und Formel 1 geschaut haben vor einigen Jahren, wie man die vor allem für dieses Thema begeistern könnte. Also gibt es viele verschiedene Ansatzpunkte, die wir vielleicht heute auch mal andiskutieren könnten. Ja, super gerne. Michael, du bist in vielen Bereichen zu Hause, auch als Journalist. Du bist selber als im Sim-Racing-Bereich unterwegs gewesen. Du kriegst also schon auch durchaus mit, wie sieht es aus in der Berichterstattung, gerade im Thema Sim-Racing. Wo sind da für dich aus dem Blickwinkel mal raus, um es wirklich bekannter zu machen, die größten Hürden, das wirklich auch zu publizieren vor allem?
Ja, es fehlt einfach wie der Lance David das gerade gesagt hat, so ein bisschen so diese Struktur, die man sonst hat, dass man DTM hat, dass man GT Masters hat und was weiß ich noch alles. Es gibt halt mit allen möglichen Simulationen durch alle Klassen, ja, Ligen von, ich sag mal, A++ bis Liga D oder E und sowas. Und da fehlt halt einfach die Struktur, dass man da wirklich so eine Hierarchie hat und da wirklich sagen kann, so, das ist jetzt wirklich die Top-Top-Top-Serie und über die müssen wir auf jeden Fall berichten. Wir hatten natürlich letztes Jahr während des ersten Lockdowns gab es viel, viel Simracing, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Da haben wir dann auch über Simracing berichtet und dann haben wir uns natürlich auch ja erstmal reinfuchsen müssen. Also ich bin so ein bisschen in der Szene drin. Aber es war trotzdem nicht immer ganz einfach, das überhaupt festzulegen. Was ist denn jetzt wichtig und was ist nicht wichtig? Also am Ende, ja, dann hat halt Team Redline was gestreamt. Dann hat iRacing natürlich da seine Rennen gehabt. Dann hat der ACO ein eigenes 24-Stunden-Rennen Le Mans gemacht. Also da hat man dann aus ganz unterschiedlichen Richtungen dann irgendwann die Relevanz gehabt. Aber sowas Übergeordnetes fehlt einfach. Thomas, du bist ja Simracer auch mit von der ersten Stunde. Ne? Du erzählst ja immer gerne die Geschichte mit kleinen Community-Races, hat irgendwie alles angefangen und jetzt haben wir so viele große Plattformen mit Streaming etc. Vielleicht kannst du da sogar noch ein bisschen was dazu sagen, noch zu dem Thema eben, wie hat sich Simracing in deinem Blickwinkel vor allem gesteigert, verändert? Und ja, also hast du das Gefühl, das ist auf einem guten Weg, Strukturen zu finden? Oder ist es einfach nach wie vor, dass jeder kann selbst einfach einen Stream aufmachen und kann wieder anfangen und kann was Eigenes machen? Wenn Max Verstappen anfängt, mit seinen Homies irgendwie einen Stream bei Twitch aufzumachen, dass dann keiner mehr zu den, ich sag's mal, offiziellen Meisterschaften geht? Also ist es einfach dann der Weg? Ich glaube, die wirkliche, also um auf deine erste Frage einzugehen, wie hat sich das entwickelt? Das ist einfach Bombe geworden. Also ganz ehrlich, du hast halt von den, hey, wir treffen uns abends mal zu einem Rennen, dann waren wir halt irgendwie 11 Leute oder 16 Leute so. Wir fahren eine richtig coole Liga mit Rennen, 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 geben uns Punkte, überlegen uns dann in der Folgesaison, wie wir das Reglement verbessern können, hin zu ja, einer ADAC GT Masters E-Sport-Serie entwickelt, zu einer Formel 1 E-Sport-Serie, die unglaublich hohe Einschaltquoten auch entwickeln. Also wo du halt auch dann wirklich mal so 500 Leute oder 1000 Leute gleichzeitig live hast, die sich das anschauen. Das ist super. Also es gibt Leute, die sich dafür interessieren, die sagen, okay, gut, wir wollen da jetzt Geld investieren. Also Unternehmen, auch da, NWB beispielsweise, die einfach reingegangen sind und gesagt haben, okay, gut, wir machen das jetzt, wir gehen da jetzt. Du siehst es beim Danny, HRT eSports, also das sind so Themen, also so Teams, wo du vorher nicht gedacht hättest, dass das irgendwann mal passieren könnte. Das ist alles da. Ich glaube, dass wir einfach noch diesen Schritt gehen müssen, dass zugänglicher zu machen, sodass halt wirklich mehr Leute und die größere Basis da ist. Also ich glaube, ich bin am Ende eher von all dem, was bisher gesagt worden ist, so beim Tobias. Die Basis muss größer werden und dann wird alles andere einfacher. Ich würde mal ganz kurz ein Stimmungsbild von euch abfragen. Gerne gleich mal Hand hoch. Fehlt Simracing noch Struktur? Wer ist dafür? Handzeichen per Akklamation Genau. heißt das. Okay, Dani, du verneinst es eher. Warum? Ja, also man muss das ein bisschen aufteilen. Also wo soll denn die Struktur fehlen? Also es gibt genug Championships oder Meisterschaften, die halt sehr, sehr professionell sind. Dann gibt es aber wiederum keine Struktur im, sage ich mal, in der Coverage. Also du kannst halt zu Twitch gehen, zu YouTube, es gibt kein festes Hauptmedium. Dann gibt es Twitter als E-Sport-Bubble, wo man mit allen Fahrern interagieren kann, wo auch alles gepostet wird. Aber für den allgemeinen Sim-Racer, der einfach nur fahren will, den interessiert das, glaube ich, sowieso nicht, was im Porsche E-Sports Cup passiert. Und diese Struktur, die versucht wird zu schaffen, in Deutschland speziell, ist ja auch nur eine Struktur, die wir haben, weil jemand sagt, ja, Sim-Racing ist Motorsport und deswegen muss es die gleiche Struktur haben. Das ist Und spannend, weil genau das wird auch gerade im Chat extrem diskutiert. Lenz, genau. versucht man auch zu sehr, das eins zu eins zu kopieren, also von dem, was im Motorsport da ist, schon rüber ins Simracing? Ja, vielleicht. Ich meine, das haben wir in Deutschland ja sowieso, ne? Dass wir schnell denken, wir müssen jetzt hier mit Strukturen um uns werfen. Aber ich finde halt, oder ich habe halt eher Schiss vor der Übersättigung. Wenn wir jetzt alle sagen, wir machen eine GT-Serie, da können 40 Autos fahren, gemischtes Feld mit Langsamen dabei und jede Plattform bringt das raus und jeder streamt das,
dann flacht ganz schnell meiner Meinung nach auch wieder die Interesse ab. Und ich finde halt einfach in so Sachen wie den Hauptrennen, also die Serie, wo wirklich die Profis fahren, da sollte schon ganz klar sein, okay, das ist die, das ist die, das ist die, wo die Profis oder die werdenden Profis einfach hinaimen, wo die hinwollen. Ja? Ich finde, dann hast du eine Struktur, da werde ich nie fahren. Ich fahre mit meinen Kumpels, ich fahre online, ich gucke, welche Server sind da, da fahre ich mit oder ich mache mal ein Spaßrennen, mit Langstreckenrennen etc. Aber wenn wir von Streaming reden, wenn wir von einer Bühne reden, wenn wir davon reden, dass wir dann eine Basis schaffen wollen für Unternehmen, die das Ganze sponsern wollen. Ja, Preisgelder, eben, alles. Ja, Preisgelder, ne? Dann brauchen wir spätestens dann definitiv so ein paar Hauptrennen, wo wir sagen, okay, die sind da, das ist die Plattform, wo drauf es läuft und der streamt, damit du nicht parallel noch 14 andere Streams hast, wo sich die Zuschauer dann auf 14 Stück aufteilen, weil das ist halt schade, die kannst du besser auf einen bündeln und dann ab dafür. Ja, aber darf ich kurz einspringen? Das ist dieses typische Motorsport-Denken. Ganz ehrlich, Motorsport hat sich seit 30 Jahren im TV nicht geändert. Und es ist ganz ehrlich, ich würde niemals zu einer Rennstrecke gehen, mir Formel 1 angucken, sondern ich gucke es nur F1 TV, weil ich da alles selbst auswählen kann. Und das ist der Vorteil im Sim-Racing. Ich muss mir nicht den Stream angucken, sondern ich kann mir meinen Lieblingsfahrer angucken, mit dem bei der Fahrt interagieren und den eventuell noch Fragen stellen und sehen, wie der um den Sieg kämpft, aus seiner Perspektive und so. Und genau dieses, wir brauchen die Struktur, dass einer nur streamt, ist komplett falsch, weil die Leute, die streamen, machen mehr Community-Arbeit als alle anderen. Selbst als der eigentliche Stream. Und deswegen macht ja Porsche zum Beispiel auch das Konzept, alle Content-Creator zu holen und die dürfen alle streamen. Hm. Weil die schaffen das nicht, die Viewer auf ihren Stream zu aggregieren, aber die haben eine 20-fach höhere Reichweite als die Leute, also als die Streamer oder beziehungsweise die Streamer haben eine 20-fach höhere Reichweite als der Mainstream. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, ihr dürft nicht streamen, dann würden die Leute auch abschalten, weil die wollen ja ihrem Fan, ihrem Hero zugucken. Und wenn man zum Beispiel Formel 1 nur Onboard-Kameras frei einschalten dürfte, ne, dann würde man auch direkt sehen, dass es viel mehr Viewer gibt, weil die Leute wollen halt nur einer Person zugucken und nicht allen. Ja, meinst du wirklich? Ja. Also glaubst du, ich glaube, dass der Interaktionsfaktor, den du gerade gesagt hast, da eine große Rolle spielt. Also das hast du ja beim Simracing, beim Twitch, wenn du da kannst halt wirklich mit dem reden. Wenn ich jetzt nur die Onboard von Lewis Hamilton sehen würde, ich glaube, dann wäre mir das Rennen aber ziemlich langweilig irgendwann. Ja, da will ich einschneiden, weil wir haben zwei Probleme. Punkt eins ist, das ist ein Riesenfass, was wir aufmachen. Und zweitens, ja, unsere Zeit. Das wollen wir doch auch. Ja, ich weiß, aber unsere Zeit ist abgelaufen. Wir haben noch zwei weitere Themen. Und um das Fass nochmal noch ein Stückchen aufzumachen. Ja, ich gucke mir teilweise das ganze Rennen aus der Perspektive von Lewis Hamilton an. Zumindest bei F1 TV. Tobi, wir haben das zweite Thema, was wir vorbereitet haben. Ist ja nicht nur oder beziehungsweise wir können ja eigentlich direkt weitergehen. Wir waren ja eigentlich bei den Plattformen, sind dann zu den Strukturen. Brauchen wir unseren Themenrenner noch? Wir sind eigentlich mittendrin, gell? Naja, ich würde sagen, wir müssen jetzt vielleicht tatsächlich das Thema DMSB-Lizenz eher mal in den Raum werfen. Denn das ist ja wirklich eine Idee, die man hatte, um eine kleine Hürde in Anführungszeichen zu schaffen, um eben professionell Simracing zu betreiben. Die Geschichte dahinter ist natürlich die, dass der DMSB jetzt Simracing auch wirklich anerkennt als vollwertigen Part im Motorsport. Und dann kann man natürlich, da würde Lenz jetzt vielleicht sagen, typisch deutsch, da muss jetzt wieder eine Lizenz her. Ne? Also wir gucken uns das mal ganz kurz an. Du hast gesagt, Tobi, DMSB-Lizenz. Seit 2018 hat der Deutsche Motorsportbund Simracing als offizielle Motorsportdisziplin anerkannt. Macht mittlerweile auch eigene Serien, also ganz vorneweg die DMSB Simracing Championship, also DSRC. Und bietet dazu eine Lizenz an. Kann man erwerben, tatsächlich für 28 Euro. Der Lehrgang plus 21 Euro die Lizenz, sind wir bei summa summarum 49 Euro. Und da geht gleich mal meine erste Frage natürlich an Tobias Benz. Was denkst du? Lizenz im E-Sports, ist das eine Sollbruchstelle, die dazu führt, dass man den E-Sport lahmlegt? Oder hältst du das tatsächlich für eine Möglichkeit, um Professionalität zu fördern?
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich auch nochmal zu diesem Thema aber kurz was sagen, weil E-Sports und Gaming und deshalb auch Simracing ist extrem Community-getrieben. Wenn es um Strukturen geht, sollte man die Community letzten Endes so stark einbinden oder so stark interagieren, dass die letzten Endes dieses Produkt oder dem Ganzen eine Plattform gibt, wo man sich selbst entwickeln kann. So, zu diesem Thema Lizenz. Ich habe diese Lizenz, ja, ich habe das verstanden, dass das Richtung Motorsport geht, habe aber jetzt im Zuge dessen hier von euch eben am meisten davon erfahren. Ich finde das keine gute Thematik, um ehrlich zu sein. Letzten Endes eine gewisse Bestimmung, wo es darum geht, okay, auf höchster professioneller Ebene, wo es wirklich um hohe Preisgelder geht, wo es vielleicht auch um ein Ligensystem geht, dort Regularien auch gewissermaßen anzubieten, auch national, international. Ja, ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Lizenzen sozusagen zu machen für die breite Community hat glaube ich eher restriktive, sagen wir mal, Triebfedern und kann da glaube ich auch ein bisschen mehr zu Verwirrungen führen. Mehr Ahnung und mehr Meinung habe ich dazu gar nicht und bin echt gespannt, was da die anderen dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ja, dann gnadenlos weiter die Frage, wer möchte? Moritz, hast du die Lizenz eigentlich jemals gemacht? Ich hatte es mir mal angedacht, weil ich habe die Serie gesehen, dass es eine Serie gibt, aber dass man die Lizenz dafür braucht, habe ich mir gedacht, komm, schau es mal an, magst du vielleicht. Aber im Endeffekt, was bringt diese Lizenz, wenn die Serie dahinter keinen Mehrwert hat von, also du kannst sozusagen das exakt selbe Serie Rennen woanders fahren. Aber wo du keine Lizenz bezahlen musst und keinen Lizenzlehrgang machen musst oder so. Wenn jetzt diese Rennserie dann natürlich einen Mehrwert hätte mit mega viel Preisgeld, wo es woanders nicht gibt oder ein bestimmtes Konzept, wo es woanders nicht gibt, dann würde nicht direkt Sinn machen, dafür eine Lizenz zu machen, aber dann würde es Sinn machen, für eine Person die Lizenz machen zu müssen. Aber momentan ist es halt so, es gibt die Lizenz, es gibt die Serien, aber die Serie hat keinen Mehrwert gegenüber einer anderen Serie. Und deswegen ist es momentan noch so, ist es kein Muss. Generell sehe ich aber auch, dass im Simracing gibt es nicht sowas wie, also es gibt keine Gefahren. Im echten Motorsport oder auf der echten Straße magst du eine Lizenz, um dich gesundheitlich abzusichern, damit du nicht dumme Unfälle baust oder sonst irgendwas, damit du halt lernst, Gefahren zu umgehen, die dein Leben kosten können im Endeffekt. Das gibt's alles im Simracing nicht, weswegen so eine Lizenz eher fragwürdig ist. Deswegen, ja, kommt es vielleicht darauf an, wie man es implementiert und wie man das weitergibt und was man wirklich darin verrät, weil wenn man einen Simracing-Profi sagt, so funktioniert ein Simulator und so fährst du auf der Strecke, dann weiß der Profi mehr als der es dir erklärt. Also, Und das darf schon mal nicht sein, ne? ja, genau, es sollte nicht sein und ist dann in dem Fall unnötig. Wenn ihr am eure Fahrerlizenz machen müssen oder wie stehst du generell zu dem Thema, was der DMSB da eben auf den Tisch gebracht hat? Also fangen wir vielleicht so an. Ich respektiere die Arbeit, die Sie dort machen, und ich habe ja auch schon sehr viel mit Jan Seifert und Marc Hinne-Ricci darüber diskutiert. Und hatte letztes Jahr da, glaube ich, etwas größere Kritik zu ausgelöst, aber es ging dann mir eher um die Kosten, die da im Hintergrund mitlaufen. Ganz ehrlich, wenn der DMSB meint, für seine Serienlizenz zu machen, ist das sein vollkommenes Recht. Ob ich jetzt persönlich den Sinn sehe, eine Lizenz zu machen, da bin ich, glaube ich, eher so ein bisschen bei Moritz, weil wie Tobias ja gesagt hat, Simracing ist schon so ein bisschen so ein elitärer Haufen, auch wenn es sehr im Hobbybereich ist. Aber jeder weiß halt, wie das funktioniert. Und der braucht dann, sage ich mal, wenn er auf das Level geht, nicht nochmal eine Erklärung, du, bei Blau musst du jemanden, also bei einer blauen Flagge musst du jemanden durchlassen. Dementsprechend finde ich das mit der Simracing-Lizenz alles sehr schwer. Trotzdem, wenn der DMSB für sich denkt, das zu machen für seine Serien, ist das vollkommen deren Recht. Und sie haben ja, sage ich mal, auch eine gute Serie veranstaltet und auch genug Teilnehmer gehabt. Also gibt es da, sage ich mal, auch einen Markt zu. Aber ich persönlich und soweit ich weiß, wenn meine Fahrer mich nicht anflunkern, hat keiner von uns eine.
Ich sehe, schmeißt du raus oder wie? Ich sehe, im Chat wird heftigst diskutiert. Also ja. Da gibt es ein heftiges Für und Wider. Und Manuel Wendel schreibt dir, wo hat er es geschrieben hier, die Lizenz vom DMSB hatte damals eigentlich einen anderen Ursprung. Jetzt findet er es nicht mehr so sinnvoll, aus dem Grund, dass die Rennen der DRSC offensichtlich nicht so sauber geführt worden sind. Also im Chat wird da durchaus auch sehr negativ drüber diskutiert. Eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist so eine Lizenz nicht vielleicht auch der Fehler, der im Motorsport begangen wird, dass du alles kleinst in kleinst machst? Moritz hat vorhin schon gesagt, naja gut, du musst auf jeden Fall die Überlebensfähigkeit der Fahrer sicherstellen, dass auf der Strecke nichts schief läuft. Aber da vielleicht die Frage auch direkt mal an Lance David Arnold, der oft genug auch im Auto gesessen hat. Glaubst du, das ist ein Schritt, wo man versucht, die Motorsportwelt ins Sim-Racing zu kopieren und damit vielleicht einfach nicht den richtigen Weg findet? Oder hältst du tatsächlich aus der Erfahrung heraus, aus dem Amateur-Sim-Racing-Sport, das sogar für sinnvoll zu sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Lizenzsystem. Wir sagen euch wirklich ganz klar, hey, gelbe Flagge heißt nicht überholen, es wird so und so überrundet. Ist das ein wichtiger Schritt, der vielleicht für die Amateur-Sim-Racer doch gegangen werden muss? Also jeder, der sich damit auseinandersetzt und ernsthaft Lust hat, sich da weiterzuentwickeln, der kennt die Flaggen, der weiß eigentlich genau, wie es läuft. Für mich ist das nur eine Restriktion oder halt irgendwie eine Teilnahmebeschränkung, die jetzt Lizenz heißt, dadurch hart ist und diskutiert wird und auf den anderen Plattformen vielleicht als Rating bezeichnet wird, weil mit meinem Rating kann ich die großen Events auch nicht mitfahren. Also ist das für mich nichts anderes eigentlich und halte ich für falsch. Was es allerdings geben soll, diese Incident Points und so weiter. Also was mich immer aufregt, wenn ich in meinem Bereich, wie gesagt, alles für den Spaß und so weiter, du möchtest keinen haben, der dir in die Karre fährt. Du möchtest keinen haben, der unfair fährt, der dir das Rennen dadurch zerstört. Das heißt, die müsste man natürlich ein bisschen aussortieren, vielleicht aufgrund der Historie. Aber dafür eine Lizenz zu machen, finde ich jetzt nicht notwendig. Jetzt bin ich ja der größte Noob wahrscheinlich, was Simracing angeht. Ich habe mir vom Jahr jetzt einen Lenker gekauft, weil wir hier echt viel Spaß hatten. Und das macht super viel Spaß. Aber es ist genau, was du sagst. Ich meine, wenn du irgendwie in so einen öffentlichen Raum, also ich bin öfter mal bei F1 unterwegs, und dann gehst du in den öffentlichen Raum und was passiert? 5 Runden Rennen, weil die halt immer lustig sind, machen eigentlich relativ viel Spaß, so schnell, kurz vorbei. Aber wenn dann irgendeiner beim Start die Faxen dicke hat, räumt er halt das ganze Feld ab und dann macht es wieder keinen Spaß. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Lizenzsystem, wie es eigentlich die Spiele ja oder die Simulationen ja haben, über Ratings etc., fast besser funktionieren dann, wobei natürlich dann auch wieder hängt viel von der Simulation ab, was wird als Incident gewertet oder ne, also wie kommen diese Points dazu etc. Also ich glaube, dass das auch tatsächlich vielleicht der bessere Weg tatsächlich ist, anstatt eine Lizenz zu machen. Ich meine, aber da bin ich bei Moritz. Das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, die Serie musste ja dann den Mehrwert bieten. Also am Ende geht es ja auch darum zu sagen, wir wollen das professionalisieren, wir wollen das auf eine höhere Ebene schaffen. Tobias, bei Dota 2 und Co. geht es um Millionen von Preisgeldern, weil irgendwie das Spiel halt vollkommen klar ist, wie es funktioniert etc. Also es gibt ja auch dann eben halt nur ein Dota 2, was ja auch noch ein Thema wäre, über das wir gleich mal sprechen könnten. Aber wie siehst du das? War die Frage an mich gerichtet? Ja, sicher. Also ich habe gerade sehr, sehr spannend zugehört. Irgendwie war das so ein bisschen für mich zwischen Führerschein für Simracing machen und auf der anderen Seite irgendwie auch so ein bisschen Tutorial-Feeling, hatte ich da das Gefühl, was als Lizenz verkauft wird. Aber sei es drum. Ich glaube, alle Punkte sind da richtig und wichtig. Das mit dem Dota, da hast du natürlich jetzt gleich ein Fettnäpfchen aufgemacht. Ich spiele League of Legends. Das ist natürlich verfeindete Lage, ist klar. Ne? Wollte ich mal nur kurz dargestellt haben. Ich glaube, bei diesen Themen wirklich... Zuallererst, was will man erreichen? Ne? Struktur kann auf der einen Seite Aufbau sein, Struktur kann aber auf der anderen Seite Professionalisierung sein. Was die Professionalisierung angeht, sind solche Lizenzen vielleicht für wirklich Profifahrer, dass die wie in dem Führerscheintest so diesen Theorie-Praxisteil einmal machen müssen und der Theorieteil ist bestanden, also dass du bei dem Wettbewerb mitfahren, wobei das auch völlig irgendwie abgespaced ist. Auf der anderen Seite
Was bedeutet Struktur und Aufbau? Das, was du auch angesprochen hast mit dem vielen Spaß haben, wo es dann darum geht, auch was bedeutet auch im sportlichen Sinne Fairness? Und ja, ich glaube, wir sind hier am meisten am Motorsport dran. Wie kann man so etwas attraktiver gestalten, sagen wir mal, für nicht nur professionelle Fahrer, sondern vielleicht auch für diese Hobby- und Spaßfahrer, da sozusagen auch etwas zu installieren? Kann von irgendwelchen eigenen Lobbys sein, wo es unter bestimmten verschiedenen anderen Bedingungen gefahren wird. Was weiß ich, da bin ich viel zu wenig drin, aber ich glaube, dass da gewissermaßen auch eine Differenzierung vielleicht da sein sollte. Wenn ich League of Legends spiele, Gott im Himmel, das ist zwischen, ja, wollen wir nicht drüber sprechen, aber da ist ein ganz klarer Gap zwischen, was sozusagen die Profis machen und zu dem, was ich spiele. Und letzten Endes im Simracing, klar, das sind immer die gleichen Strecken, die gleichen Bedingungen. Aber dass man hier sozusagen vielleicht ein Klassement findet, vielleicht wo es auch verschiedene Regelungen oder Regularien gibt. Aber ganz ehrlich, da stecke ich zu wenig drin. Ist es überhaupt eine Idee? Kann man so etwas umsetzen, rein von der Technik her? Tatsächlich ist es ja schon so ein bisschen so. Also es gibt überall so ein Safety Rating, es gibt überall so ein Incident-System. Das heißt also, es läuft schon in diese Richtung. Du wirst sozusagen dafür belohnt oder bestraft, je nachdem, wie sehr du dich damit auseinandersetzt. Aber das leitet so ein bisschen über, fand ich spannend, gerade das Wort Tutorial. So ist diese, wenn ich mir jetzt diese Sim-Racing-Lizenz anschaue vom DMSB, dann ist es für mich eigentlich ein bezahltes Tutorial. Also ich könnte mir das genauso gut auf YouTube vorstellen. Da gibt es dann so eine Playlist mit 25 Videos und die arbeite ich ab. Natürlich ist der Vorteil davon, dass du es am Ende ausgehändigt bekommst, hast ein Passbild dabei, hast deine Unterschrift drunter und dann weiß jeder, ah, okay, ich habe das gemacht. Das kannst du bei einem YouTube-Video natürlich nicht nachvollziehen. Aber wäre es nicht so, dieses klassische, moderne, im Grunde genommen klassisch moderne Businessmodell. Ich biete erstmal Free Content an, um sozusagen die Fahrer ranzutrainieren, um den Communities selber das Fundament zu geben, sich selber weiterbilden zu können, um dann vernünftige Rennen fahren zu können, um dann von diesen vernünftigen Rennen aus Leute loszuschicken und zu sagen, hey, das ist E-Sports. Ich weiß nicht, vielleicht da die Frage an Michael Bräutigam, weil Michael, du bist ja ganz, ganz viel Community Racing im Grunde genommen gefahren. Und da hast du sicherlich gute und schlechte Seiten erlebt vom Racing her. Was glaubst du, ist so eine Lizenz vielleicht auch mal ganz, ganz ab, mal, nimm mal das DMSB-Thema da raus. Einfach nur mal frei gedacht, was Lizenz, ja, nein. Also ich glaube, ich bin da auch eher so auf der Seite der Mehrheit. Also ich sehe es jetzt nicht unbedingt als notwendig an. Ich meine, jeder, der bei einer Liga mitfährt, der muss das Reglement lesen. Es gibt Sichtungsrennen, da wird geguckt, ob die Fahrer fahren können. Also eigentlich hast du da ja den gröbsten Unfug schon mal raussortiert, auch ohne Lizenz. Also ich finde, es ist einfach ja nicht zeitgemäß. Oder wenn man sowas einführt, dann hätte man sagen können, hier die ganzen Simracer, die schon dabei sind, die wissen eh, wie es geht. Wir haben jetzt eine Übergangszeit von 2 Jahren. Ihr könnt die, weiß ich nicht, macht dieses E-Learning. Ihr kriegt die Lizenz umsonst, meinetwegen auch nur als virtuelle Lizenz, gar nicht mal so als Hardcard. Und dann, wer danach einsteigen will, ja, vielleicht hat der dann noch so eine kleine Zahlschranke, aber ja, vor allem, dass man das auch jedes Jahr machen muss. Und das ist halt ein bisschen, ja, schwierig einfach. Also ich finde es nicht für notwendig, aber ich muss halt auch sagen, es ist schön, dass der DMSB das anerkannt hat als Motorsportdisziplin, dass der was tut und dass er es das eben auch auf eine professionelle Ebene heben will. Das, was der Moritz gesagt hat, was ist denn der Mehrwert der Serie? Ich meine, du bist halt, wenn du das Ding gewinnst, offizieller deutscher Simracing-Meister. Das ist ja auch schon mal ein ganz cooler Titel eigentlich. Es gibt ein bisschen Preisgeld, jetzt nicht so wie bei iRacing oder so, aber du hast halt ein bisschen was und da finde ich dann schon ja, fast gerechtfertigt. Wie gesagt, wenn es kostenlos wäre, würde ich es einsehen, dass man dann auch so eine kleine Hürde noch einbaut. Jetzt hast du was gesagt, da ist man dann offizieller deutscher Sim-Racing-Meister. Da vielleicht mal die Frage dann an Moritz. Moritz, jetzt bist du da nicht mitgefahren bei der Serie. Hättest sicherlich aber das Potenzial, als bester deutscher Sim-Racer rauszugehen. Findest du das unfair, dass er sich eine Plattform raussucht, zu sagen, hey, pass auf, das findet nur dort statt und man kann es nur dort machen? Oder ist das wo du sagst, naja, weiß nicht, einen Titel hinter einer Paywall zu verstecken? Wie denkst du darüber?
Schwierig, das reflektiert so ein bisschen auf unser erstes Thema zurück, dass wir eben so viele verschiedene Plattformen haben. Weil man kann nicht auf allen Plattformen zusammen sagen, jetzt suchen wir von allen Plattformen den deutschen Meister oder so, das funktioniert nicht. Da muss man sich einfach irgendwas festlegen. Vielleicht gibt es den deutschen Race Room Meister, den deutschen iRacing Meister und so, sowas halt würde funktionieren. Ansonsten ist es ziemlich schwierig. Aber im Grunde musst du eh jedes Mal, also mittlerweile muss man eh abwägen, was man machen will und was nicht. Deswegen gibt es einfach manchmal Sachen, da muss man sagen, auch wenn ich das fahren will, geht nicht, weil es eine andere Plattform ist oder weil ich vielleicht zur selben Zeit auf derselben Plattform was anderes gerade fahre. Deswegen, ja, ist etwas schade, dass es natürlich die Hürde gibt, so weil es auf einer anderen Plattform ist, werde ich es nicht machen. Aber ja, das... Damit muss man leben. Aber gibt es ja, wenn wir jetzt wieder die Brücke schlagen wollen, was ja beim Simracing durchaus immer da ist, zum realen Rennsport, 30 Sekunden noch. Lance, das gibt es ja auch nicht, dass am Ende irgendwie der DTM-Champion gegen den GT Masters-Champion und gegen den Formel-1-Weltmeister noch ein Rennen fährt, um den Besten der Besten in Deutschland rauszukühren. Also braucht es das überhaupt? Nee, eigentlich nicht, weil A gibt es das nicht und B könnte jetzt auch der DTM-Meister jetzt nicht, ja gut, jetzt schlechtes Beispiel, René könnte das wahrscheinlich, aber wenn er dann in ein GT-Auto springt, da auch noch wieder vorne wegfahren, weil du bist halt auf deinem Arbeitsaggregat bist du fit in diesem Jahr, ne, weil du eingeschossen bist und nicht auf 2, 3 verschiedenen Konzepten. Mhm. So, Thomas, willst du noch ein bisschen Overtime geben oder wollen wir nochmal das Thema Reglement ansprechen? Ich bin da offen. Haben wir noch... Komm, wir machen noch eine Abstimmung. Wer will noch weiter in dem Bereich noch ein bisschen diskutieren? Lizenzen. Ich würde nämlich tatsächlich jetzt so ein bisschen in die Richtung gerne gehen wollen. Wie schaffen wir es also, dass Simracing noch mehr auf die große Plattform kommt? Und ist es vielleicht einfach so, dass es zu ernst vielleicht auch genommen wird, in Anführungszeichen? Das, was du, Tobias, vorhin gesagt hast, dass vielleicht zu nah an der Wirklichkeit dran ist, um eben die Gamification, das ist ja so ein beliebtes Wort im Storytelling, die Leute so ein bisschen ranzuziehen und zu sagen, ey, wir haben einfach auch Spaß an der Geschichte im Großen und Ganzen. Also ihr dürft entscheiden, wollen wir darüber reden oder wollen wir weitergehen zum nächsten Thema? Hand hoch, wer will drüber reden? Ah, niemand, gut, dann habe ich also einen Scheißgedanken gehabt. dann lass uns tatsächlich über Reglementunterschiede sprechen. Thomas. We're looking forward to this event. Of course, as always here with this championship, you get two races, a sprint race and a feature race. Here, but drivers getting ready. Green flag, and we are off for the sprint race in the Porsche Sagoya Esports Super Cup. Round number 5 at Road Atlanta. Good start at the front for Collins. Rogers has followed him through. Yeah, Dennis Jordan is off the line. Alex Ebel right behind me. He's able to slot in between him and Yuri Kastel, which is great for Dennis right now. That gives him a lot of space, but Yuri Kastel already on the move. We saw that in race number 1. He was a bit too aggressive with the inputs and smashed it into the wall. This time it worked out better for him still. Are saving energy whilst they are coming off the throttle and regenerating it while they're on the brakes. It's two minutes of attack mode and they can start to use them from now onwards. So we'll see how they decide to use them over the next 22 and a half minutes. Schaut euch mal. Löhner kommt rein. Oh, Löhner ja. Kommt rein. Boxenfenster geht auf. 40 Sekunden waren das und das halbe Feld kommt rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fahrzeuge zähle ich. Und Baldi ist der Erste, der weiterfährt. Sonst die ganze Gruppe davor reingekommen. Und das ist stark. Er fährt mit dem BMW, er kann die Pace gehen. Derzeit. Jetzt haben wir gesehen, 5, ja, waren es 4 oder 5 verschiedene Reglements, also von verschiedenen Heats, die gefahren werden, über unterschiedliche Rennlängen, über Energy Saving Mode, über Pflichtboxenstops und dann die Frage, Gamification oder zu viel Durcheinander? Also brauchen wir noch viel, viel mehr, das für den Zuschauer verständlich wird, oder sollen wir nicht auch einfach mal so Rennen fahren, wo wir sagen, ey, eine E-Sports-Serie, die kann ruhig ab einer halben Stunde, können wir mal ein K.O.-System draus machen, immer der letzte fällt raus. Frage da vielleicht an Danny wohl. Ich weiß, Danny, du bist immer, wenn es in den Streams, wenn du nicht gerade selber fährst, bist du ein sehr, sehr harscher Kritiker und immer auf der Realismusseite. Deswegen Frage, Gamification ja oder nein? Boah,
Ja, ich habe da über meine Haltung in letzter Zeit sehr viel nachgedacht, weil im Zuge des Sim-Racing größer wird, müssen wir auch neue Wege gehen. So, und es gibt eine Serie in R-Factor 2, die ja demnächst oder schon sozusagen existiert, und die hatten ein Konzept vorgestellt, wo ich mir ein bisschen die Haare gerauft habe. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber es war im Grunde schon so ein bisschen, dass es einen gewissen Durchlauf gibt an Runden, und dann fliegt halt immer der Letzte raus. Oder Teamrennen, wo dann sozusagen die Teams gegeneinander two-on-two fahren, sozusagen, wenn man es aus Counter-Strike so ein bisschen vergleichen kann. Und ich habe mir ein bisschen drüber nachgedacht, und ich glaube, die größte Hürde für die meisten Zuschauer ist, dass die Sim-Racing-Rennen einfach relativ lang sind und deswegen solche Formate zustande kommen. Und das könnte schon eins der Hauptprobleme sein, weil wenn wir jetzt Sim-Racing sehen, der Start ist halt, da gucken alle rein, ja? Dann fahren die 5 Runden und dann zieht sich das mehr oder minder und dann schalten die Leute ab oder gucken halt sich die Highlights an. So eine Formate, die halt so mehr Klatschmomente haben, wenn man es aus Counter-Strike nimmt, sind natürlich ein bisschen beliebter. LoL hat davon sehr viele, Counter-Strike hat davon sehr viele, eigentlich jede Runde. Und deswegen wären halt neue Formate auch nicht schlecht. Ich muss sagen, dass generell mir eine Sache sehr, sehr wichtig ist, weil ihr habt gerade den Porsche eSports Cup gezeigt. Und da ist eine Sache wichtig: Realismus sollte trotzdem vorhanden sein, um den Sponsoren ein ernsthaftes Bild der Serie zu zeigen. Also im Porsche eSports Cup gibt es gerade ein Problem, dass sehr unrealistische Taktiken genutzt werden, um im Qualifying die beste Performance herauszuextrahieren. Und ich finde, das geht gar nicht. Also man kann nicht einfach irgendwelche unrealistischen Sachen machen und Systeme, die sozusagen ja, implementiert worden sind, um unrealistische Dinge, die auch schlecht im Stream aussehen, zu umgehen. Und da gab es auch bei anderen Serien, da wird dann über den Rasen gefahren und dann sagt der Veranstalter, könnt ihr das bitte lassen? Die Sponsoren legen Wert darauf, dass das halt gut aussieht. Und wenn im Stream irgendwie 30 Autos über den Rasen fahren, damit der Reifen 2 Grad kälter ist und die Sim-Racing-Profis das nicht verstehen, dann sollte es vielleicht schon einheitliche Reglements geben, wo dann auch solche Sachen vielleicht ein bisschen mehr, sage ich mal, verstanden werden. Aber generell ist dann ja dadurch trotzdem irgendwie dasselbe wie im realen Motorsport, dasselbe Problem wieder da. Die Leute gucken sich vielleicht einen Start an, dann gucken sie noch 2, 3 Mal hin und dann schauen sie, wer gewonnen hat. Macht man jetzt also im Simracing vielleicht dieselben Fehler wie im realen Rennsport? Offene Frage an euch. Wer möchte? Also das kann man pauschal nicht festlegen, ne? Wie im realen Motorsport brauchst du Leute. Wenn du einschaltest, muss dich das Gesamte interessieren, davon mal ab. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass der Moritz jetzt in Deutschland alles wegrockt, ja, und ich weiß, er nimmt jetzt am Wochenende bei der und der Serie teil, dann, und ich habe einen Personenbezug, dann gucke ich mir ja ganz anders an. Und wenn du das dann kennst, weil du über, also wie Schumi, ne, in der Formel 1, und du weißt dann nach mehreren Rennen, weißt du, ach, der Moritz kommt wieder nach, also ich nehme ein Beispiel jetzt einfach, ne, in der vorletzten Runde greift er immer an oder den packt er sich noch, weil er ein ehrgeiziger Typ ist und immer hinten raus noch stark ist, wo die anderen vielleicht abbauen. Du musst quasi Charaktere schaffen, du musst Persönlichkeiten schaffen, du musst durch solche Streams wie jetzt Leute schaffen, die eine Meinung haben, sodass sich Leute daran reiben können, und dann kannst du auch eine Bindung zu der ganzen Sache schaffen. Aber wenn es zu verspielt wird, ich glaube, damit ist keinem geholfen. Aber Also natürlich das. so mit dem Grasfahren bin ich natürlich komplett da, ne? Das aber darf nicht sein, weil da lotet irgendeiner, der 14 Stunden am Tag den Rechner anhatte, sowas aus, und dann wird es genutzt halt für 2 Rennen, bis es wieder behoben ist. Das darf natürlich nicht passieren. Michael, wie ist es, wenn man darüber berichtet? Geht es dann für euch eher darum zu sagen, wow, wir setzen das Maßstab, du hast vorhin schon ein paar genannt, dass da eine große Serie dahinter steckt, dass wie die Formel E hat ja eben, das heißt, die Race at Home Challenge gemacht, die Formel 1 hat eine große Serie an den Start gebracht, auch mit ihren realen Fahrern eben, die Formel E damals, da gab es immer 2 Rennen, 20 Minuten erst die realen Formel E-Fahrer mit dem K.O.-System nach 2 Runden, dass immer der letzte pro Runde rausgeflogen ist, und dann gab es auch noch das Rennen danach von den professionellen Sim-Racern. Also wie lotet ihr das aus, was für euch wirklich die Kriterien sind, um darüber zu berichten? Und würdet ihr aus motorsportjournalistischer Sicht für mehr Realismus oder für weniger Realismus plädieren? Ja, da muss ich halt leider sagen, in dem Fall sind wir halt die kompletten Realmotorsportler.
Also wir müssen es dann natürlich auch irgendwo an den realen Fahrern festmachen. Also wo Max Verstappen, Lando Norris fährt, da müssen wir dann auch dabei sein und darüber berichten. Selbst wenn es jetzt nur F1 2019 ist, was natürlich keine Simulation ist, aber ja, wenn die Leute mitfahren, dann ja, berichten wir halt darüber. Ja, und ansonsten, ja, zum Beispiel wie eben 24 Stunden Le Mans, da ist halt Toyota dabei gewesen mit einem Werksteam, da fuhren Fernando Alonso mit, glaube ich. Da hast du halt auch wieder diesen Namen, aber eben auch die Relevanz durch den Originalausrichter, genauso wie bei der Formel E auch, auch beim GT Masters eSports. Das ist wirklich so eine Serie, wo wir auch sagen, ja, da kennen die Leute schon die Serie, also die reale Serie. Deswegen berichten wir auch über das Virtuelle und schreiben darüber, wie gut der Moritz da abgeliefert hat. Ja, sowas. Also dadurch kommt einfach diese Relevanz zustande. Entweder durch die realen, ja, Namensgeber oder Organisatoren oder eben über die großen Namen. Also es gab ja zum Beispiel bei R-Factor, bei The Race, auch diese Legendenrennen, wo dann auch irgendwelche, weiß nicht, so Jan Magnussens oder Jensen Buttons oder sowas mitgefahren sind. Oder ja, sogar, ich glaube, Enzo Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, genau, der ist da mitgefahren. Das ist natürlich ein Mega-Event dann auch für uns, über solche Namen zu berichten. Aber es ist halt nur ein Event, ne? Es ist nur ein, genau, Event. Es ist nicht das Sim-Racing in Anführungszeichen, nee, nee, ne? Also da, genau, also wir müssen es halt an den realen Namen festmachen. Wir haben natürlich auch über die DNLS berichtet, weil da war natürlich auch ein Profi vorgeschrieben. Und ja gut, nebenbei sind wir halt auch noch Medienpartner der VLN bzw. NLS. Da haben wir natürlich die, ja, unsere Seiten auch gerne gefüllt mit den virtuellen Rennen. Ja, aber da war dann auch eher so der Realismus im Vordergrund. Also da haben wir dann wirklich auch viel Feedback bekommen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir uns das 3 Stunden angucken, aber das sieht ja aus wie in echt. Und also das war dann schon irgendwie auch so ein bisschen, wo Leute dann auch wirklich gemerkt haben, jetzt werden sie mal dahin geführt und die merken, ja, das hat ja gar nichts mit Computerdaddeln zu tun. Jetzt haben wir ganz unterschiedlich bisher gehört und die meisten gingen mehr in Richtung Realismus. Jetzt vor allen Dingen, Danny und Lance haben vorhin gesagt, so, na, das mit dem Gras, das darf halt eigentlich einfach nicht vorkommen. Also erinnere ich mich auch an so Sachen von Max Verstappen und Lando Norris, die halt bei einem 24 Stunden von Spa für mega Aufruhr gesorgt haben, weil sie unfassbar viele Incidents gesammelt haben, weil es einfach möglich war. Also einfach, es war egal. Denn Charles Leclerc, der im Grunde genommen die ersten Virtual Grand Prix gewonnen hat, dadurch, dass er gemerkt hat, ach, Track Limits sind optional. Da erinnere ich mich aber auch an einige andere Rennen, an einige andere Spiele, also Counter-Strike, die Möglichkeit, dass man aufeinander drauf springt und sich aus der Map rausglitscht, um dann mit der Awe jemanden wegzuholen, wo das Spiel zu Ende war an der Stelle. An Dota, einen Dandy, der im Grunde genommen mit Havos zusammen sich einmal quer über die komplette Map glitscht, um jemanden bis in die Base reinzuziehen, der tot war. Und das haben die einfach eine Dreiviertelstunde lang so gemacht, bis der Gegner keinen Bock mehr hatte und gewinnen konnten. So, also das ist immer das, was mir die Emotionen beim E-Sport gebracht hat, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, wie kommen die auf sowas? Tobi, denkst du, dass es zu sehr dieses Klüngeln ist, dass man sagt, ah, oh nee, jetzt versucht man das so einzupressen, weil wir wollen unbedingt dem Zuschauer das geben, was er gewohnt ist und nehmen uns die Emotionen? Das, was du gerade erzählt hast, von dem habe ich natürlich noch nie gehört. Im E-Sports geht es immer ganz, ganz sauber zu. Ne? Das soll schon mal hiermit gesagt sein. Was der Lance gesagt hat, ist unendlich wichtig. Ne? Vorhin auch schon gesagt, dort, wo die Community ist, dort findet E-Sports statt. Und wo Community ist, muss ein Storytelling da sein. Ne? Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Und jetzt nochmal vielleicht auch so ein bisschen auch das nochmal so einzuholen. Was ich am Anfang gesagt habe, und das ist, glaube ich, die große Krux am Sim-Racing. Es ist in erster Linie klar ein Spiel, aber dann doch eher Simulation. Und wir haben jetzt über Gamification gesprochen, wir haben auch über andere Spiele gesprochen, wir haben viel über den Moritz gesprochen und ich finde es mal super geil und spannend, wenn Moritz in seinem Sim-Racing-Stuhl in voller Montur nicht nur Mario Kart, sondern auch Need for Speed Underground mit einem gepimpten, mit letzten Endes den Regeln, über die ganze Sim-Racing-Community mal mitnimmt, dort mal ein Rennen fährt und wie er dort abschneidet. Das hätte ein wahnsinnig riesiges Potenzial, mal abgesehen vom
Sport, in Richtung Gaming Entertainment. Das wäre für mich mal so ein Moment, wo ich sagen würde, Alter, leck mich fett, finde ich geil, und es würde vielleicht mal Racing was geben. Ich glaube, damit polarisiere ich ziemlich stark, vor allem was die Traditionalisten angeht, aber why not? Es gibt ja zwei Gesichtspunkte, die mir da sofort einfallen. Die erste war, was Lance gesagt hat, wir brauchen die Stars, wir brauchen die Namen, wir brauchen die Menschen, denen wir uns reiben können. Die müssen sich natürlich durch irgendwas erstmal eine Community aufbauen. Das schaffst du wahrscheinlich erstmal nicht über Need for Speed Underground, sondern das wäre dann der nächste Schritt ja eigentlich erst, oder? Wenn du eine Community hast, wenn du erstmal die Leute zusammengetrommelt hast, wenn du Stars geschaffen hast. Das ist das eine, aber wenn man sich natürlich dann an dem bedient, was schon in Vergangenheit funktioniert hat, und das sind solche Titel, solche Spiele, nicht Simracing, sondern Arcade Racing. Ich erinnere mich noch super gerne, was mir am meisten am Racing Spaß gemacht hat, irgendwie im Sommerurlaub über die Promenade zu flanieren und dann mich in so einen völlig abgespaceden Simulator reinzusetzen und dort eine Runde zu heizen, hat mir am meisten Spaß gemacht. Wieso kann man das nicht sozusagen so umsetzen? Das sind alles einfach nur Impulse, weil ich glaube, ja, Simracing professionalisiert. Du hast eine sehr elitäre und ich glaube auch eine sehr, sehr funktionierende Community. Da sich einfach mal wirklich in so einem Think Tank mal einfach 180 Grad neu zu erfinden, ich glaube, da könnten spannende Impulse dabei rumkommen. Moritz, fährst du dann ein Cupra oder was für ein Auto nimmst du dann? irgendwas. Naja, aber ich will auch mal was dazu sagen, weil einerseits machen wir Simracing, weil wir das Echte so nachbilden wollen. Dafür ist ja das Spiel, die Simulation da, um das Echte nachzubilden und nicht um wie in Trackmania Loopings zu machen oder so. Spiele ich nebenbei auch, das, was du meinst, sogar gar nicht mal so schlecht. aber ja, man will natürlich, also ich sag's mal so, was mir letztens auch so ein bisschen in den Kopf gegangen ist, man muss nicht, wenn wir Simracing machen, muss man nicht 100% das machen, was man in echt macht, weil in echt ist auch nicht alles geil. Das muss man dann nicht direkt in die Sim übernehmen. Aber man sollte nicht abdriften zu irgendwas, was dann gar nicht mehr mit Realismus zu tun hat, wie jetzt über die Wiese fahren, um die Reifen zu kühlen. Das macht im Endeffekt auch keinen Spaß, weil, weiß ich nicht, auf die Wiese zu fahren und dann im Lenkrad versuchen, trotzdem auf der Strecke zu bleiben, das macht keinen Spaß. Oder mit diesen Reifen aufwärmen im Qualifying, da hängst du dann, trainierst du 2-3 Stunden am Tag, nur Gasbremse mit dem richtigen Prozentsatz zu drücken, damit die Reifen auf dem 0,1 perfekten Grad ist, um die perfekte Quali-Runde zu fahren. Das macht im Endeffekt keinen Spaß, es macht den Zuschauern keinen Spaß und es bringt niemanden irgendeinen Mehrwert. Ich finde das ein gutes Statement, dass du sagst, also weil gerade ihr professionellen Simracer natürlich auch genau darauf immer achtet, was wirklich den letzten Vorteil bringt. Ich meine, das ist auch wieder der Brückenschlag zum realen Motorsport. Da versuchst du ja auch alles auszureizen, natürlich immer am Hand des Reglements, aber trotzdem alles auszureizen, was eben möglich ist. Also spannender Punkt, Moritz. Du sag mal, Thomas, ihr habt doch eigentlich hier Ranked Racing. Wie sieht's denn aus? Wie lange können wir denn noch machen? Komm, gib mal eine Zeit vor. Also sofern ihr nicht alle weg müsst, können wir vielleicht so ein paar Minütchen noch Overtime geben, oder? Boah, easy. Also ich guck gerade mal rüber. Och, Qualifying ist verflucht spannend, ey. Die ersten 10 sind innerhalb von einer Zehntel. Wahnsinn. Wenn ihr das sehen könntet. Aber Qualifying geht noch 16 Minuten. Also ich würde vorschlagen, wenn wir 10, 11 Minuten machen, ist alles easy. Ist wirklich alles easy, kein Problem. Also Tagesschau, wir machen große Konkurrenz, Jungs. Ja. die werden anrufen ZDF und fragen, ob wir das nicht auch da machen können, weil die Leute eingebrochen sind. Nee. Dann lass uns doch mal wirklich jetzt mal vorausblicken und sagen, okay, was muss passieren? Da würde ich gerne mal von euch nacheinander kurz mal hören. Was muss passieren oder was sollte passieren mit dem Thema Simracing? Muss das professioneller werden? Muss das noch größer werden? Ist es gerade auf dem richtigen Weg? Wo sind wir falsch abgebogen? Also Danny, vielleicht fangen wir bei dir einfach mal an. Was ist so deine Meinung dazu? Wo muss die Reise im Thema Simracing hingehen? Wir haben letzte Woche mal ketzerisch gefragt, Simracing rettet den Motorsport. Junge Zielgruppe, einfacher Zugang. Du musst nicht Tausende, Hunderttausende von Euro investieren, um eine Kart-Saison zu fahren, sondern hey, du kaufst dir einen Computer, du kaufst dir ein Lenkrad. Ja, es kostet auch Geld, aber immer noch kein Vergleich zu dem, was du eben auf dem Weg zum realen Motorsport brauchst.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, mein erstes Kart war fast doppelt so teuer wie mein Simulator, der jetzt hier neben mir steht. Ja, was Simracing Da braucht, um vielleicht die damit es Frage, was besser hast du wird. für einen Simulator? Weil das ist ja keine Aussage. Ja, okay. Also mehr oder minder habe ich fast den gleichen wie Moritz, bloß also ein SimLab-Simulator mit einem SimulCube 2 Pro und Heusinck Welt Ultimate-Pedalen. Was Um auch das mein für den Fitness. Anfänger zu übersetzen, das ist viel Geld. Das ist viel Geld und vor allem auch ein moderates Fitnessstudio nebenbei. Aber was Simracing braucht, damit es größer wird, auf jeden Fall brauchen wir mehr Hero Figures. Es gibt viel zu wenig Fahrer, die außer Profi-Simracer mehr bieten. Ja, also das ist leider so. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist, ich würde mir ganz ehrlich wünschen, dass die Serien zusammen Seasons machen und dass man eine Off-Season hat. Eine Season, wo man Spielertransfers macht, etc. Und dann eine richtige Season, wo es dann losgeht und die sich alle ein bisschen absprechen, damit wir als Fahrer und Manager auch ein bisschen mehr Überblick haben und nicht eine E-Mail aufmachen, E-Mail-Postfach aufmachen und 30 E-Mails kriegen von irgendwelchen Pre-Briefings, Nach-Briefings und sonst was. Es wäre schön, wenn zumindest im deutschen, europäischen Bereich da ein bisschen alle am gemeinsamen Strang ziehen, weil ich denke, wenn nicht so viele Rennen immer auf die gleichen Tage fallen würden oder es feste Renntage in der Woche geben würde für diese Meisterschaft, dann würde es uns allen gut tun. Hört sich auf jeden Fall nach einem schönen Plädoyer an. Die Frage ist natürlich, wie wichtig ist für die Simulationshersteller oder Programmierer, die Software halt einfach bereitstellen, wie wichtig ist eigentlich für die das Thema professionelles Simracing? Das würde mich auch mal wirklich brennend interessieren. Also, weil das ist ja wirklich eine ganz spezielle und spitze Zielgruppe. Also das Gros wird nach wie vor just for fun, ja, auch auf einem gewissen Niveau, aber trotzdem just for fun, Community Racing mit Freunden, wie Lance das gesagt hat, etc. betreiben. Also wie viel Macht in Anführungszeichen haben denn die Teams? Wer will? Also Danny, habt ihr Kontakt? Sprecht ihr mit den Machern von iRacing? Sprecht ihr mit den Machern von rFactor? Habt ihr Kontakt über Thomas noch zu Raceroom rein? Also wie groß ist da eure Macht? Also zu rFactor 2 und Raceroom kann ich leider nicht so viel sagen. Ich kann auf jeden Fall zu iRacing was sagen, weil da gibt es ja auch die ERTA, also European Racing Team Association, Electronic Racing Team Association, sorry. Und sagen wir das mal so: Bei dem Brake-Dragging-Drama in iRacing im Porsche eSports Cup haben wir eine Meinung geäußert und ich glaube, der Brief ist in der Papierkorbablage gelandet, ehrlich gesagt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ACC zum Beispiel, also jetzt aus meinem Kontaktbereich, den ich sozusagen sagen kann, schon ein sehr offenes Ohr für die Community hat, gerade wenn es um die BOP auch geht, weil die natürlich auch sehr vielen Herstellern gerecht werden müssen und wenn alle gut fahren, dann ist es halt auch, glaube ich, am besten. Was ich so von außen sagen kann, auf jeden Fall, glaube ich, dass Raceroom im GT Masters, glaube ich, den besten Job macht. Ganz mit Abstand in der BOP. Und Moritz hat mir da ein paar Sachen ja schon mal gesagt, dass da die Fahrer auch sehr, sehr heftig am Helfen sind und sagen, wie schnell sie fahren können und so. Und da gefällt mir ehrlich gesagt der Ansatz am besten, dass man zum Beispiel als Publisher oder als Entwickler des Studios oder der Sim da die Community mehr beeinbezieht, weil ich glaube, wenn die Community mehr einbezogen wird, gibt das eine größere, ja, können sich die Fahrer besser mit der Community, mit der Sim dann authentifizieren und das Produkt halt auch besser nach außen tragen. Lenz, wo geht die Reise hin für Sim Racing? Wie groß kann das werden? Kann es passieren, dass wir irgendwann mal mehr virtuellen Rennsport als echten Rennsport ansehen oder bleibt es die Nische in der Motorsportnische? Ja, wenn die Grünen ans, ne, aber nee, grundsätzlich stimmt der Weg, ne? Die Richtung hat jetzt sehr gut angefangen, hat durch den Lockdown stark zugenommen, Aufwind erreicht und so weiter. Die Richtung ist gut. Beispiel GT Masters. Die Plattform finde ich gut, das analog auch zu den Rennen zu machen, Events im Fahrerlager zu machen. Ich finde, da müsste die Verknüpfung ein bisschen mehr entstehen, dass vielleicht diese Rennserien, die kommen, die offiziell ausgeschrieben werden, auch vielleicht ein bisschen analog zu dem Wochenende passieren, eventuell auch ein bisschen Eventcharakter kriegen,
in dem Wochenende eigentlich im Fahrerlagerbereich, dass du halt da so eine Dialogsituation herstellen kannst zwischen alles, zwischen reellen Motorsport, den Simracern, den Fans dazwischen, wenn es wieder zugelassen ist und so eine Brücke da ist und man sich untereinander kennt, zumindest die halt vorne performen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass der Stream und die Übertragung, da konnte ich ja gar nicht drauf antworten, ne? Wäre schön, wenn wir dafür in einem Raum gesessen hätten. Aber wenn man da wirklich den Stream ein bisschen lenkt, ein bisschen auf einem Kanal fährt und alle, die das auch streamen wollen, ist ja alles schön und gut, die können ja den Hauptstream supporten, weil da haben ja auch alle was davon und arbeiten nicht gegeneinander. Weil am Ende des Tages ist dann der vorne, der am besten streamt, der die beste Fashion-Community hat und irgendwie dann doch jetzt gerade den größten Aufruf macht und so weiter oder den dicksten Sponsor damit ranzieht und so. Also ich würde versuchen, das ein bisschen zu lenken, einfach damit der Fokus ganz klar auf einer Moderationsebene liegt, auf einem Stream und somit da auch dann vernünftige Partner zustande kommen und größere Partner, weil natürlich die Attraktivität durch mehr Zuschauer einfach gegeben ist. Vorhin, ich weiß noch, als wir das erste Thema abgebrochen haben, da war gerade Tobias Benz jemand, der eigentlich noch ein Wort zum Thema Struktur zu sagen hatte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Ding, wohin wir zurückkommen. So, siehst du das ähnlich wie Lenz? Also lieber ein Hauptding und alle erstmal zusammenfassen? Oder denkst du, also ehrlich gesagt, der Markt belebt die Qualität? Beide Wege können richtig sein. Ich glaube, zusammenzufassen kann man das Ganze unter einem großen Hauptziel. Simracing braucht eines und das ist Reach the Love of the Community. Wie das aussieht, das wisst ihr, glaube ich, am besten. Wie die Bedürfnisse, darüber haben wir heute diskutiert und da sollte man das wirklich als Hauptziel vor Augen haben und sich daran weiterseilen. Ich glaube, man ist da auf einem sehr guten Weg, da schließe ich mich den Vorrednern an. Aber das ist, glaube ich, das absolut Wichtige. Reach the love of the community. Ist ja so eigentlich, Liebe. Ja, Liebe. Ne? Es ist einfach, es ist fast schon das schönste Schlusswort, oder? Wollen wir dieses schöne Schlusswort nochmal versuchen, übertreffen zu lassen? Traut sich das jemand zu? Michael, natürlich wollen wir dich auch noch kurz zum Abschluss zu Wort kommen lassen, auch wenn jetzt vielleicht die Liebe erstmal verbraucht ist. Michael, das Thema Simracing hat, wie du schon gesagt hast, vor allem im Lockdown viel Fahrt aufgenommen. Ihr habt viel darüber berichtet. Wie schwer ist es, das jetzt auch weiterhin dann eben, wenn jetzt auch der ganze reale Rennsport jetzt wieder komplett anfängt in diesem Jahr, wenn die Formel 1 wieder fährt, Formel E startet am Wochenende, DTM, GT Masters, wenn es alles wieder zukommt, wie ist halt die Chance, dass das auch noch nebenbei oder auf selber Ebene funktioniert? Also bei uns muss ich ganz ehrlich sagen, bei unserer Leserschaft so gut wie null. Also wie gesagt, es kam gute Rückmeldung, als kein reales Racing war. Also das kann man, wenn dann Winter ist zum Beispiel und einfach nicht so viel Motorsport ist, dann kann man auch mal sowas machen. Aber ja, ansonsten ist da einfach die Relevanz nicht da und auch die Akzeptanz nicht dabei, zumindest bei unserem Publikum. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein schönes Schlusswort ist, aber was ich noch sagen wollte, also der Tobi Benz hat das ja vorhin gesagt, Simracing ist ja ein sehr elitärer Kreis. Ich sehe das aus der Sicht des Motorsports genau umgekehrt. Also Simracing hat ja praktisch gar keine Einstiegshürden für den Motorsport. Klar, du brauchst ein bisschen Geld für einen Rechner und ein Lenkrad, aber dafür hast du halt einen wirklich sehr breiten Sport im Motorsport. Und ich habe damals auch mit Simracing angefangen, weil ich einfach mehr die reale Rennerei nicht leisten konnte. Habe da auch sehr viel Spaß. Natürlich, ein reales Rennauto macht immer noch ein bisschen mehr Spaß. Da ist ja auch so ein bisschen Nervenkitzel dann dabei. Aber ja, es ist einfach trotzdem ein cooler Sport und auch in gewisser Weise ein cooler Ersatz. Und wenn dann jetzt noch ein bisschen Struktur reinkommt, also ich finde, die Communities, die funktionieren ja für sich schon ganz gut und jeder findet da auch seine Community, findet der Gegner mit seiner Kragenweite. Aber vielleicht so ein bisschen Struktur an der Spitze, dass das wirklich noch mal ein bisschen mehr in Fokus gerückt wird, dass der DMSB, weiß nicht, für jede Simulation irgendwie ein Prädikat vergibt, einen DMSB-Titel vielleicht noch, was dann auch im Fernsehen vielleicht mal gezeigt wird, sei es nur irgendwie in einem Highlight-Magazin. Ich habe das so gefeiert, als Eurosport letztes Jahr zum Beispiel diese E-Sports-WTCR live gezeigt hat auf Eurosport 1. Das war im Free-TV zu sehen. Hm. Das tut mir als Sim-Racer, also das tut mir so gut, das fand ich einfach geil. Und genau, wenn das einfach noch so ein bisschen mehr wieder in den öffentlichen Fokus gerät, dann glaube ich, hat das eine sehr gute Zukunft.
Dann sage ich vielen, vielen Dank an alle, Moritz. Sorry, aber du kommst eh nächste Woche wahrscheinlich wieder, deswegen kriegst du jetzt kein Schlusswort. Schauen wir mal. Thomas, spannendes Qualifying nach wie vor oder? Komplett. Also das Feld ist noch viel enger zusammengerückt, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir oval fahren heute. Also von daher, das wäre schlimm, wenn es weit auseinander wäre. Dann sage ich vielen Dank an Tobias Benz, an Moritz Löhner, an Lance David Arnold, an Danny Tschuser und an Michael Bräutigam, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir werden das, wie gesagt, weiterführen, diesen Grid-Talk. Wir versuchen das wöchentlich hinzubekommen. Thomas, wir zwei sitzen dann wieder hier und werden nächste Woche wieder die Köpfe zusammenstecken, was wir dann als Thema rausziehen. Absolut. Nicht wenn nur ihr wir. Ideen habt zum Thema Community-Liebe, dann gerne in die Kommentare rein. Auch in den Chat, ich weiß, da seid ihr ja eh schon gerade sehr aktiv drin, aber der Chat macht es immer ein bisschen schwierig für uns, das wieder nachzuvollziehen. Also, ganz kurz warten, wenn das Video hier vorbei ist oder eben morgen nochmal neu laden und unbedingt unter die Kommentare drunter schreiben, was wünscht ihr euch? Wir haben das auch beim letzten Mal schon gemacht, da waren unglaublich lange und eloquente Texte mit dabei, was mich beeindruckt hat. Vielleicht ein Stück kürzer, dafür werden wir aber trotzdem versuchen, so viel wie möglich mit aufzunehmen. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ich werde euch jetzt rausschmeißen, also euch Zoom-Leute sozusagen. Tobi, vielen Dank, weil wenn ich jetzt die Zoom-Leute rausschmeiße, dann schmeiße ich dich auch mit raus. Das geht gar nicht anders. Also, kein Problem. Unbedingt dranbleiben. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus, dass ihr da dabei wart. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Weiterreden und schalte um und mute mich für euch, sodass ich euch nicht vollquatsche.